Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, ich bin Alex. Und in diesem Video habe ich mir einen Polarisationsfilter für meine Kamera gekauft. Das heißt, wenn ich was filme durch die Autoscheibe, ihr seht es vielleicht, dann spiegelt das so. Man kann oft schwer hineinfilmen und den Filter dann schraube ich vor das Objektiv der Kamera und dann kann ich den Filter drehen und je nachdem wie ich die drehe, verschwindet die Spiegelung der Scheibe mehr oder weniger, so dass man auch im Auto sehen kann, was da los ist. Ich bin da gerade noch ein bisschen am Ausprobieren, aber das sieht recht gut aus. Dann sieht man dann trotzdem durch die spiegelnde Scheibe rein. Also selbst wenn ich schaue ohne Kamera, sehe ich relativ wenig durch die Scheibe, weil es spiegelt. Verwende ich aber die Kamera und den Filter und drehe den Filter etwas, dann kann man das schön einstellen, dass man doch relativ gut ins Auto reinschauen kann, obwohl die Scheibe spiegelt. Da hat mich ein YouTube-Zuschauer darauf hingewiesen, als ich das Porsche Taycan-Video gemacht habe. Da hat es immer sehr gespiegelt, als ich das durch die Scheibe vom Porsche filmen wollte, ins Auto rein. Und da hat er gemeint, ich soll mal einen Polfilter zulegen. Habe ich jetzt gemacht und funktioniert echt gut. Der Filter hat gekostet 17,90 Euro. Passt genau auf das Gewinde auf der Kamera vorne drauf, also perfekt. So, das ist jetzt eine Aufnahme ohne den Filter. Das ist der Filter, ist im Prinzip nur eine dünne Scheibe und man sieht, da ist so ein kleiner Nippel dran, an dem man drehen kann. Und so kann man das drehen, dass die Polarisation exakt passt und eben keine Spiegelung mehr in der Autoscheibe geschieht. Guck mal, wenn ich das jetzt so filme, ohne den Filter, dann spiegelt das sehr in der Scheibe und man sieht wirklich nicht rein. Dieselbe Aufnahme, derselbe Standpunkt des Autos wie gerade mit Filter. Also eigentlich sehr, sehr nützlich. Den Link dazu, den setze ich dir unterhalb des Videos in die Anmerkungen rein. Dann kannst du mal draufklicken. Dann siehst du, welcher Filter das genau ist. Ja, wenn du magst, kannst du den auch bestellen. Natürlich nur, wenn das Gewinde auch auf deine Kamera passt. Da gibt es verschiedene Größen. Wenn du das über den Link bestellst, bekomme ich eine klitzekleine Mini-Provision von Amazon. Ja, viel kann es nicht sein, kostet ja nur 17 Euro. Würde mich aber freuen. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir deine Meinung da, was ihr über den Filter denkt. Also ich denke, das ist sehr, sehr nützlich und hilfreich. Bringt sehr viel. Ja. Wenn es dir gefallen hat, lass mal einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Wie auch immer, freut mich immer riesig, wenn irgendjemand einen Kommentar da lässt oder was macht. Freut mich. Okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.